Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier im Frühcafé an diesem Mittwoch. Und ich bin nicht mehr alleine. Ich habe Besuch bekommen. Monika Hein ist bei mir. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, freue mich auch. Endlich mal wieder. Ja. Und vielleicht kannst du ja direkt einfach mal deine Begleitung vorstellen. Ja, das ist Thero. Thero kommt aus Sri Lanka und er ist buddhistischer Mönch dort und ist gerade in Hamburg zu Besuch, um mein neues Buch mit mir zusammen zu präsentieren. Das ist sehr schön, wir freuen uns. Thero spricht Englisch, das heißt, wir werden jetzt immer mal wieder zwischendurch übersetzen, machen so einen Mix aus Englisch und Deutsch. Welcome, ja. Very nice to have you here. Thank you. Ja, wir starten mal, du hast es gerade schon angesprochen, es geht um dein Buch Empathie. Empathie, genau. Ein Begriff, der eigentlich immer wieder aufkommt und wir haben es eben im Vorgespräch schon gesagt. Was ist Empathie? Wie kann ich kurz beschreiben, was ist das eigentlich? Ja, kurz. Das ist die Frage. Es kommt tatsächlich auch darauf an, wen man fragt. Also es gibt ganz verschiedene Richtungen in der Empathieforschung, in der Hirnforschung, in der Kommunikation, in der Psychologie, in der Philosophie. Es ist so ein breites Thema und ich habe dann irgendwann versucht, irgendwie so eine Beschreibung zu finden. Und für mich ist es erstmal so etwas wie eine Bereitschaft anzuerkennen, dass jemand anders andere Bedürfnisse hat als ich selbst. Mhm. Und wenn ich versuche, mich da reinzufühlen und auch zu verstehen, wie der andere fühlt und sich verhält, dann komme ich davon weg, Leute zu verurteilen oder einfach, wie es jetzt heute oft so ist, dass wir ablehnen, was fremd ist. Das heißt, deswegen hast du ein Buch geschrieben, damit Leute ja vielleicht mehr lernen, wie sie am besten Empathie einsetzen, richtig? Kann man das so sagen? Ja, also es ist nicht so ein typisches How-to-Buch. Okay. Es soll Impulse geben und vielleicht so die eine oder andere innere Tür öffnen. Mhm. Was kann ich tun oder was tue ich vielleicht unbewusst, um Empathie zu verhindern und wie kann ich das auch wieder ändern? Also im Prinzip, wie kann ich meine innere Einstellung ändern, sodass ich möglicherweise anderen Zugriff habe zu den Gefühlen anderer Menschen? Mhm. Also es sind Impulse. Ich suche selber immer noch nach Antworten und habe ganz viele Situationen, wo ich so hinterher denke, war das jetzt empathisch oder nicht? Es bleibt eine Suche. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Als ich eben auch noch mal reingeschaut habe, du selbst warst in Sri Lanka. Ja. Und genau, vielleicht kannst du jetzt auch noch mal eure Verbindung, woher kennt ihr euch und was hat das mit Empathie zu tun, eure Verbindung zueinander? Ja, ich war 2016 auf einem Retreat in Dari und habe Theros Arbeit kennengelernt. Er erzählt für uns aufbereitet, was den Buddhismus ausmacht und welche innere Haltung dem zugrunde liegt. Und wir haben viel gelernt über Meditation und über die Haltungen, die innere menschliche Haltung im Buddhismus. Und wir haben uns dann unterhalten und ich habe ihm mein Projekt erzählt, mein Buchprojekt. Und er sagte, Mensch, wenn du magst, komm nach Sri Lanka und ich erzähle dir, wie wir in der Kultur in Sri Lanka leben miteinander und wie wir Empathie leben. Und dann bin ich dahin geflogen und es war eine sehr aufregende Reise. Wir haben viel gesessen im Tempel miteinander und haben gesprochen darüber, was ist es eigentlich, wie können wir uns einander mehr annähern. Und ich glaube, das ist wichtig heutzutage, dass wir Verbindungen schaffen, weil Abwehr und Distanz gibt es genug. Vielleicht können wir da jetzt direkt einmal eingrätschen und wir sprechen jetzt einmal auf Englisch. Kusala, how was the time with Monica in Sri Lanka? It was great and it was kind of a learning time for me as well, because we talked about empathy and so many different topics, actually almost everything. Er sagt, es war sehr schön, es war sehr lehrreich und sie haben eigentlich über alles gesprochen. Which part has empathy in Sri Lanka? How important is empathy in the Buddhism? I would say actually empathy is important for everything. Mm-hmm. Without empathy, Buddhism cannot follow, Buddhism cannot flow for the future, because everyone need empathy. Mm-hmm. Because in Buddhist term, we use sahanukampa. It means it's like a second compassion. It is not the compassion, mm-hmm. but it's close to the compassion. Therefore, we use the term sahanukampa. Everyone need. In Sri Lanka, mm-hmm. without compassion, we cannot live. Because we are in island, we have to help each other, mm-hmm. everyone. So this empathy is very, very important.
Ja, Kusala sagt, Empathie ist gerade in Sri Lanka sehr, sehr wichtig. Der Buddhismus könnte eigentlich ohne Empathie gar nicht entstehen oder existieren. Und besonders auf einer Insel wie Sri Lanka hilft man sich gegenseitig. Wie hast du das denn dort vor Ort erlebt? Ja, genau so. Er hat mir Beispiele genannt aus der Gesellschaft dort, wie das ist, wenn man mitkriegt, wie es anderen geht. Die kochen füreinander, die bringen einander Essen. Es ist ein großes, so ein Gefühl von Teilen. Und ich habe tatsächlich noch nie so strahlende Kinderaugen gesehen in meinem Leben. Und das waren Kinder, die leben natürlich, was unsere Maßstäbe angeht, in Armut und sind wahnsinnig glücklich und erfüllt. Und die Verbindung zwischen den Menschen ist eine andere. Und das fand ich ganz beeindruckend. Toll, das hört sich sehr gut an. Mhm. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen. Wir könnten noch viel, viel über dieses Buch sprechen. Empathie, ich weiß, was du fühlst, von Monika Hein. Vielen Dank für eure kurze Einführung. Wir werden dieses Buch, liebe Zuschauer, auf unserer Frühcafé-Facebook-Seite verlosen. Also gehen Sie auf jeden Fall am Ende der Sendung auf unsere Seite und dort gibt es dieses wundervolle Buch zu gewinnen und ganz viel zu lesen, eben auch nochmal über eure gemeinsame Zeit und ja, über Empathie. Vielen Dank, schön, dass ihr da wart. Thank you for your visit. You're welcome. Viel Erfolg für alles und vielen hoffentlich Dank. Bald mal wieder. Wir freuen uns. Ja, sehr gerne.